Schon wir wachsen zu Kindern werden. Ich hab doch gesagt, du bist eine Lösche. Ja. Hast du dir verdient, Tetro? Weil ich habe mich wirklich dumm angestellt. Nur dafür, dass es ruhiger ist, ist es nicht unbedingt einfacher als StarCraft. Das kann ich im Voraus sagen. Wenigstens kriegen wir einen ganzen Haufen Holz. Jetzt gleich. So, erstmal müssen wir gucken, dass wir genug Holz haben. Und unsere Nahrungsproduktion in Gang zu kriegen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Das ist mir klar, jetzt aber schon. So. Guten Morgen, Eure Lordschaft. Okay. Müsste von Anfang reichen, dann gehen wir direkt mal auf Soldaten, weil sonst packen wir das gleich wieder nicht. Und zwar müssen wir jetzt gleich sofort Waffen produzieren. Sobald das Holz da ist. So. Müssen wir ein bisschen beeilen, die Holzfäller, sonst packen wir das wieder nicht. Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet. Also. Ja, komm, Holzfäller, beeil dich. Wir schaffen diese Mission heute noch. Zwar erst im zweiten Part, aber wir werden sie schaffen. Der Holzfäller, wenn er die Pfeil machen, wir die an steifen Beinen. Wir benötigen Holz. Ja, ist ja gut. Ich wollte nur nachgucken. Sinn zu sichern ist eigentlich völlig unnötig. Das braucht man nicht. Oh, hier ist so verdammt viel Platz. Gott. Naja. Gucken wir mal. Na, das kann ich sogar eins bauen. Wie gnädig. Eine kleine Soldatentruppe der Ratte befindet sich auf dem Weg zur Burg. Oh, jetzt werden wir wieder sterben! Wie gerade! Nein, diesmal werden wir nicht sterben. Diesmal werden wir der Ratte die Stirn bieten. Mein Herr, Rücken aus! Wir werden unseren Vater rächen. Sie kommen! Auf die Brustwehr! Bin zur Stelle. Waffen benötigt, Sire. Eure Befehle? Los, kommt. Sind auf dem Weg. Beeilt euch. Okay, das ist natürlich jetzt viel einfacher. Kann ich die im Nachhinein noch höher stellen? Nein, ah, ist egal. Gucken wir mal. Also, die Mission habe ich jetzt einfach nur, weil ich jetzt schnell durchkommen wollte, ein bisschen leichter gemacht. Na, ich werde die später noch ein bisschen ändern. Vielleicht ein bisschen schwerer machen noch. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. So, hohe Steuern. Brauchen wir nämlich. Können auch Beliebtheit gucken. Das Volk huldigt euch, Sire. Hier sehen wir ein bisschen was. Steuern minus 6 und Nahrung plus 8. Das ist schon mal gut. Dann sehen wir, dass wir auch Zufriedenheit haben. Meistens habe ich eine Zufriedenheit von 100. Meistens. Weil ich versuche sie mal so auf diesem Level zu halten. Ansonsten bringt das nämlich gar nichts. So, jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwie Geld bekomme, weil sonst kann ich auch keine Truppen ausbilden, weil die kosten auch 12, die Geizhälse. Die wollen auch Geld dafür haben, das arbeiten. Ja. Ah, ich sitze ja, dass schon zwei Türme dran sind, das ist schön. Erst scheißen wir wieder die Soldaten zusammen. Hier müssen wir jetzt gleich auch eine Verteidigung bauen. Einfach nur, damit es überhaupt sicher ist an der Stelle. So. So, okay. Weil sicher ist sicher, nicht, dass die einfach durchlaufen. Dann denkst du so, ah, scheiße.
Bin zur Stelle. Rekruten benötigt sein. Bogenschützen bereit. So, Rekruten, das heißt, wir brauchen Bauern mehr und die spawnen ja nach einer Zeit noch nur alleine. Mein Bogen ist euer. Ich kann natürlich jetzt, um meine Steuereinnahmen zu erhöhen, jetzt noch ein Bauernhaus bauen, weil jetzt werden das nämlich mehr Steuern. Wir verlieren ein weil wir mehr Einwohner Holz, haben. Euer Gnaden. Steckt nämlich der Beitrag, den wir dann kriegen. So. Wie ihr das auch mal gesehen habt. Damit könnten wir jetzt den zweiten Angriff auch locker überleben. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ich kann auch mal aus Dekoration jetzt hier so lang bauen. Wie die Nahrungsvorräte werden knapp. Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Verringert die Ration. Unsere Vorräte wachsen stetig, Sire. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Das ist natürlich nicht schön. Brauchen wir Bäcker. Die Nahrungsvorräte sind sehr. Wenn wir mehr Einwohner brauchen, die natürlich auch mehr Nahrung. Das ist natürlich klar. Wenn Nahrung ausgeht, das minus 8 Beliebtheit. Das ist natürlich nicht schön. Eine Botschaft der Ratte. Bald schon werdet ihr vor mir um Gnade winseln. Ihr habt einfach nicht das Zeug, einen Depös zu besiegen. Diesmal werde ich einen Depös besiegen. Diesmal schon. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ja, mittlerweile weiß ich's. So. Die Truppen der Ratte greifen an. Mhm. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Mein Herr, in Bewegung. Eure Befehle? Ah, ein bisschen Truppen verschieben, das kann nämlich auch, haha. Rücken aus! Ja, nicht blöd, ich muss ja nicht stehen bleiben. Wie blöd halten die mich eigentlich? Also, jetzt geht die Nahrungsproduktion wieder gut. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Keine Veränderung in der Schatzkammer. Ein bisschen hoch wieder steuern. Wieder auf 4. Okay, jetzt habe ich es eigentlich. Eigentlich müsste ich es sogar geschafft haben schon. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Bin zur Stelle. Und ob der jetzt noch großartig da was gegen machen kann? Das steht in den Sternen. So, okay. Dann haben wir auch die Viertelstunde durch. Die halbe Stunde, zwei Parts. Ist voll, my Lord. Gott, quatsch mich nicht zu. Heinrich, du bist schlimm. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ich meine nur meine Arbeit. Mann. Was krieg ich dafür, wenn dein Vorratslager voll ist? Du musst doch auch erwähnen, sonst kackst du darum, wenn da nichts mehr abgeliefert wird. Ja, ist sehr gut. So. Bin zur Stelle. Waffen benötigt, Sire. Natürlich wäre es praktisch, wenn ich Waffen verkaufen könnte. Dann könnte ich ein bisschen Geld verdienen, noch. Aber man kann ja nicht alles machen. So. Ich habe mich mal gefragt, was der Sinn dabei ist, die Dinger oben anzuspitzen. Auf der Oberseite bei den Palisaden. Was der Sinn dabei ist. Weil letztendlich, was willst du machen mit Leitern? Kannst du auch, wenn du ein bisschen geschickt bist, rübergehen. Also, da ist es schon ziemlich blöd eigentlich. Ich weiß nicht, was das soll. Ich verstehe einfach nicht den Sinn von Palisaden. Durch Holz ist natürlich nicht sinnvoll, weil da nicht mehr so weit durchlaufen kannst, aber sonst machen die eigentlich keinen Sinn, finde ich jetzt. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Bogenschützen bereit. So, und jetzt läuft die ganze Sache natürlich ein bisschen besser. So, kommt. Gut. Jetzt stehen sie schon oben. Jetzt habe ich viel zu viel Holz. Aber trotzdem eine gute Sache, so viel Holz zu nehmen. Auf jeden Fall gut. Da, da. Dann dekoriere ich meine Burg ein bisschen in der Zeit, wenn ich dabei bin hier. Ein bisschen was machen wir es ein bisschen schöner, ne? So. Eine Botschaft der Ratte. Habt ihr Angst? Die Streitmacht von dem Pöst wird euch hinwegfegen wie eine Fliege. Fliege vom Brot. Die Sprüche kennen wir mittlerweile alle auswendig. Auch bei Crusader geht es nämlich meistens die meisten dieselben Sprüche.
Ja, da kann eh nichts machen gleich. Bin zur Stelle. Die Truppen der Ratte greifen an. Rücken aus. So. Ach ja, jetzt soll ich natürlich den Kampf sehen, sonst langweilt ihr euch, ja? Na, kommt hier. So. Mein Herr? Die kümmern wir uns jetzt erstmal um die Katapulte. Ja, Katapulte können unbedingt mit Bogenschützen zerstören. Das finde ich extrem cool. In Bewegung. Bevor er das Katapult abhaut, töten wir erstmal die Baumeister. Komm eh nicht nah genug ran. Sterbt! Eine Botschaft der Ratte. Meine stümperhaften Puppen haben einfach meinen Plan nicht verstanden. Ja, klar. Oder vielleicht bist du ein Stümper? Naja, einfach. 6% Trumpf verloren, nicht so schön, aber egal. Das Glück ist auf eurer Seite. Ihr habt den Angriff überstanden und noch dazu die Herrschaft über eine andere Grafschaft erlangt. Kaum hat sich der Staub der Schlacht gelegt, erreicht euch eine Botschaft, die euch zurückbeordert. Ihr seid sicher, dass den Lords euer Fortschritt zusagen wird. So, natürlich können wir uns das Gespräch jetzt anhören, das tun wir aber nicht. Wir ziehen jetzt ab. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, ciao!